Hallo zusammen und willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich dir meine Schmucksammlung vorstellen, die sich dort in der ersten Schublade meiner Kommode befindet. Ich hatte dir bereits ein Video online gestellt, wo ich meine ganzen Ohrringe vorstelle. Das Video kann ich sehr gerne nochmal in der Infobox verlinken, falls du es dir anschauen möchtest. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit meiner Schmucksammlung. Hol dir was Leckeres zu trinken, mach es dir schön gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit meinem heutigen Video. Ja, meine Lieben, hier habe ich jetzt einmal meine komplette Schmucksammlung, die sich bei mir in der Kommode in der ersten Schublade befindet. Ich habe hier zum einen meine Ohrringe, die hatte ich euch ja bereits vorgestellt. Dann habe ich hier meine ganzen Ringe, meine Uhren und dann habe ich hier noch einige Armbänder und Halsketten. Und auch noch meine Sonnenbrillen. Ich werde euch das Ganze gleich einmal in der Frontkamera zeigen. Ich hole die ganzen Sachen hier gleich einmal raus. Ja, aber so bewahre ich meine Schmuckstücke auf. Es ist in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viel weggekommen. Also ich habe vieles weggegeben, verschenkt, weil ich einfach mich von ganz vielen Sachen auch generell in meinem Kleiderschrank trennen wollte. Von Handtaschen und Kleidungsstücke, die ich einfach nicht mehr so oft in letzter Zeit trage. Unter anderem waren da auch Schmuckstücke mit bei. Und ja, das ist jetzt so eine kleine minimalistischere Sammlung bei mir, was ich persönlich bevorzuge. Finde ich viel übersichtlicher alles. Und ja, lege ich jetzt mit meiner Schmucksammlung einmal für dich los. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich starte jetzt als allererstes mit meinen Uhren, die ich dir zeigen möchte. Und wir legen los mit dieser Uhr hier, die ich von Michael Kors gekauft habe. Das war meine allererste Uhr, die ich mir selbst gekauft habe, wofür ich gespart habe. Und ich bin wirklich heute noch so stolz drauf, dass ich mir diese Uhr einfach ja gegönnt habe. Und so sieht die aus. Das ist eine roségoldene Uhr, also mit einem roségoldenen Ziffernblatt. Und das Uhrenbändchen ist eine Mischung aus Gold und Roségold, also finde ich wunderschön, ist sehr zeitlos, wie ich finde, und ist auch nicht zu groß, nicht zu klein, also genau richtig von der Größe, und ich liebe diese Uhr. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr auf jeder Uhr eine unterschiedliche Zeit stehen habt. Der Hintergrund ist ganz einfach, ich ziehe diesen Stecker immer raus, damit die Batterie nicht so schnell alle geht. Also es wurde mir vom Juwelier damals mal gesagt, wenn ich die Uhr jetzt nicht jeden Tag trage. Machen wir weiter mit meiner zweiten Uhr, die ich hier habe. Die habe ich mir ebenfalls zusammengespart und gekauft, gegönnt. Ja, meine Uhren bedeuten mir alle sehr viel und auch die liebe ich. Die ist auch ein wenig größer als die, die ich eben hatte. Auch hier ist das Ziffernblatt komplett in Gold, genau wie das Armband. So, und hier seht ihr dann auch nochmal, die steht nochmal Michael Kors. Sehr schön. Ist ein wenig größer als die Uhr, die ich eben hatte. Gerade mit so einem schönen Blazer in Beige oder in Schwarz. Sieht wirklich sehr edel und sehr schön aus. Und dann kommen wir zu meiner dritten Uhr, die ich ebenfalls von Michael Kors habe. Auch die habe ich mir gegönnt. Die finde ich so unglaublich schön. Und das ist einmal die hier. Hier sind nämlich Gold und Silber gemischt, ist Geschmackssache, aber auch hier finde ich, die Uhr hat einfach irgendwie was. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit meinen Ringen. Die befinden sich alle hier. So. Ja, und auch hier ist es tatsächlich so, dass ich mir den einen oder anderen Ring gegönnt habe. Den habe ich mir selbst gekauft beim Juwelier. Und dann gibt es aber auch so Modeschmuck, werde ich euch natürlich gleich zeigen. Das sind eher so die Ringe, die ich dann trage, wenn es nicht so drauf ankommt, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin oder so, aber ich trotzdem irgendwie was am Fingerchen tragen möchte. Ja, und die ein bisschen hochwertiger sind, die trage ich tatsächlich nicht so häufig, also dann auch für gewisse Anlässe. Und hier habe ich als allererstes meinen Ring von Pandora, den werde ich euch einmal zeigen. Das ist ein rosé-goldener Ring. So sieht der aus. So sieht der getragen aus. Ich trage immer sehr gern ein Statement-Ring am Mittelfinger. Ich mag das nicht, jetzt an jedem Finger immer, vor allem im Alltag, einen anderen Ring zu tragen. Das mache ich sehr gern, wenn ich meine Videos oder Shorts drehe, weil ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen ästhetischer aus. Aber im Alltag reicht es mir, wenn ich einen Ring trage. Noch den, der ist vom Juwelier Chris, den habe ich mir gekauft. So sieht der aus. Dann habe ich noch den hier mit so Diamantsteinchen. Den trage ich sehr gerne an meinem Mittelfinger.
einer meiner liebsten Ringe, habe ich schon viele Jahre. Dann habe ich noch diesen hier, finde ich auch wunderschön. Ich mag das immer, wenn das so zwei, maximal drei Ringe sind, also so ein bisschen so ein dicker Klopper, finde ich immer viel schöner. Aber so sieht der dann am Finger aus. Dann habe ich noch so einen etwas feineren Ring, der ist mit so Diamantsteinchen. Den trage ich immer sehr gerne am Zeigefinger. Auch hier kommt der gerade nicht rüber, weil meine Finger momentan aufgrund der Hitze ein bisschen angeschwollen sind. Ja, aber ansonsten kann man den auch sehr schön am Ringfinger tragen. Sieht auch sehr edel aus. Dann habe ich zu guter Letzt noch so einen. Der ist so doppelgeschwungen. Einmal hier unten in Gold und einmal hier mit so Diamantsteinchen. Finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Dann kommen wir zu meinen Ringen, die ich mir unter anderem bei H&M und Bijou Brigitte gekauft habe. Den zum Beispiel habe ich mir von H&M gekauft. Den trage ich vor allem sehr gerne in meinen Videos oder Reels. Mit so einer Perle in der Mitte. Dann habe ich mir von, ich glaube, das war auch von H&M, habe ich mir einmal hier diese Ringe gekauft. Das war so ein Set. Und ja, das sind jetzt auch keine echten goldenen Ringe und auch kein echter Diamantstein. Dann habe ich hier noch meinen Perlenring. Das ist so eine mit so drei Perlen dran und das ist so ein Statement-Ring. Den trage ich immer sehr gerne am Zeigefinger. Und zu guter Letzt habe ich noch diesen Klunker. Den trage ich auch mal in meinen Videos und Shorts. Im Alltag eigentlich wirklich fast gar nicht. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Ich fand den irgendwie so schön. Ich wollte den unbedingt haben. Ja, ach so, und zu guter Letzt mein Verlobungsring. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin. Wenn ich den nicht trage, bewahre ich den immer gut verschlossen in meiner Box auf. Aber ja, den habe ich dann hier auch nochmal mit so einem Diamantsteinchen. Der ist nur zur Hälfte mit Diamantstein und hier unten ist das dann schlicht Gold. Und genau, so sieht der aus. Und ich habe den einmal, als ich als ich Geschirr gewaschen habe, habe ich den mal verlegt und ich bin durchgedreht. Ich war so traurig, dass ich seitdem wirklich sehr, sehr gut mit dem umgehe. Ja, machen wir weiter mit meinen Armbändern. Da habe ich gar nicht so viele. Ich habe jetzt hier einmal so ein goldenes Armband. Da sind auch nochmal so Diamantsteinchen drin. Also, das ist eigentlich das Einzige, was ich habe. Alle anderen habe ich auch weggegeben, weil ich weiß nicht, ich bin einfach nicht mehr so der Armbandtyp. Und die hier, die trage ich eigentlich auch wirklich gar nicht mehr. Das sind alles Erinnerungsstücke, Armbänder, die habe ich geschenkt bekommen. Einmal hier so ein Swarovski-Armband, das habe ich auch schon sehr, sehr lange. Dann habe ich hier nochmal so ein Armband, das ist von Thomas Sabo. Das habe ich hier geschenkt bekommen. Das sollen hier die Planeten symbolisieren. Und das ist so ein vitalisierendes Armband, was einem so ein bisschen Kraft geben soll. Und ich habe hier tatsächlich einmal ein Perlenarmband, so ein ganz zartes, feines. Also ist jetzt nicht so ein Statement-Armband. Und dieses hier, das habe ich schon so unfassbar lange. Das hier, ne? Das habe ich glaube ich 2008 oder 2009 gekauft oder noch älter sogar. Hat auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Bedeutung für mich. Das werde ich immer in Erinnerung behalten und da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Auf jeden Fall, ja, immer wenn ich dieses Armband sehe, das gibt mir sehr viel Kraft tatsächlich. Klingt jetzt total spooky und spiritual, aber nein, es ist wirklich so. Es ist, ja. Dann kommt sofort dieses Bild vor Augen und irgendwie ist das so ein kleiner Kraftspender, aber dieses Armband habe ich schon sehr, 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 sehr lange. Trage ich aber auch eigentlich gar nicht mehr. Machen wir weiter mit meinen Halsketten. Auch da ist es irgendwie echt weniger geworden. Ich hatte euch ja, ich glaube, die habe ich euch in meinem, die Ohrringe hatte ich euch in meiner Ohrringsammlung vorgestellt. Das ist die dazugehörige Kette. Da gibt es auch noch so genau in diesem gleichen Stil noch Ohrringe und ja, finde ich irgendwie total schön, so auf gebräunter Haut, mit bisschen Highlighter auf dem Dekolleté. Sieht doch schon ganz schick aus, finde ich. Habe ich diese Kette als Erinnerung, werde ich niemals vergessen. Die habe ich mir in Paris gekauft, im Stadtteil Montmartre. Das ist meine Paris-Kette, werde ich immer in Erinnerung behalten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie
geflasht ich einfach war von dieser Stadt, genau wie New York. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche auf Platz 1 für mich sein soll, aber hier habe ich ganz schöne Erinnerungen und genau, Paris wird immer in meinem Herzen bleiben und deswegen habe ich mir diese Kette hier nochmal gekauft gehabt damals. Dann habe ich noch so eine etwas breitere goldene Kette. So. Die habe ich mir mal bestellt. Ihr werdet jetzt lachen. Das ist so eine, nennt man Chocker, ne? Eine Chocker-Kette. Die bindet man sich ja hier so hin. Die habe ich mir bestellt, weil ich mal vor einem Jahr war das, glaube ich. Genau, da war ich auf einem Beyoncé-Konzert und ich hatte mir Ohrringe gekauft und ich wollte zu den Ohrringen noch so ein Bling-Bling-Kettchen, weil ich hatte so ein Outfit im Kopf, da hatte ich mich komplett in Rosa angezogen. Ich hatte auch so ganz viel Glitzer auf dem Dekolleté und hier so an den Augen und alles. Und ich wollte halt nochmal so ein Eyecatcher haben und habe dann passend zu meinen langen Ohrringen, die auch in diesen Bling-Bling-Steinchen sind, habe ich dann halt nochmal diese Kette hier gekauft und die trage ich aber auch sehr selten, wenn dann mal so zur Weihnachtszeit oder Silvester oder so. Dann habe ich hier noch meine Perlenkette. Eine ganz schlichte Perlenkette. So. Und zu guter Letzt habe ich jetzt hier noch so ein, ist auch ein Chocker, nennt man den ja, glaube ich, in Schwarz, bindet man sich hier hin. Habe ich mir 2016 gekauft. Könnt ihr euch erinnern, als der Hype war, Kylie Jenner, Kim Kardashian mit dunkelroten Lippen. Das war so diese Snapchat-Filterzeit. 2016 war das, genau. Dann kamen diese Chockerketten zum Einsatz, dann meistens so eine zerrissene Jeanshose und dann so eine Oversize-Oberteile in so nude-beigefarbenen Tönen. Und ich glaube, ihr wisst, welchen Style ich jetzt ungefähr ansprechen möchte. Aber auch seitdem habe ich diese Kette, glaube ich, nie wieder wirklich getragen, außer jetzt in meinen Videos. Das war meine Schmucksammlung für euch. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Und ja, wie gesagt, meine Ohrringe werde ich euch, oder das Video mit den Ohrringen werde ich euch nochmal in der Infobox verlinken. Und dann bedanke ich mich sehr für deine heutige Zeit, wünsche dir einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.